Mazda CX-30 heißt das kompakte SUV, das ab September 2019 zwischen den beiden Schwestermodellen CX-3 und CX-5 beim Händler steht. Warum dann nicht CX-4? Nun, der Name war blöderweise schon von einem anderen Hersteller besetzt. Aber wenn das Auto gut aussieht, kann man den kleinen Lapsus mit dem Namen verschmerzen. Das extravagante Design kann man durchaus als gelungen bezeichnen und folgt der markentypischen Erscheinung der Mazda-Familie mit dem großen, zurückgesetzten Kühler und scharf gezeichneten Scheinwerfern, hier serienmäßig mit Voll-LED-Lichtern. Der CX-30 wirkt erwachsener und eleganter als der kleinere CX-3 und zierlicher und coupéartiger als der voluminösere CX-5. Er hat also durchaus seine Berechtigung zwischen den beiden anderen Modellen. Das progressive Äußere setzt sich im Innenraum nur bedingt fort. Hier hat Mazda etwas mehr Zurückhaltung walten lassen. Die Japaner haben es sich einfach gemacht und im Prinzip den bewährten Innenraum vom Mazda 3 übernommen. Die klassischen Rundinstrumente lassen sich gut ablesen. Die Klimaanlage wird mit wenigen Knöpfen intuitiv bedient. Serienmäßig ist das Multifunktionslenkrad, das das Soundsystem, den Tempomat sowie Fahrerassistenzsysteme steuert. In der Mitte über dem Armaturenträger sitzt das Display für Navigation und Infotainment. Bedient wird es über einen Drehdrücksteller. Android Auto und Apple CarPlay sind für eine optimale Smartphone-Anbindung ebenfalls mit an Bord. Der dynamischen Karosserieform mit der schmaleren Schulterlinie geschuldet, ist das leicht eingeschränkte seitliche Platzangebot auf der Rückbank. Mazda gibt daher auch nur 4 statt 5 vollwertige Sitzplätze an. Einen gelungenen Kompromiss aus Komfort und Sportlichkeit zeichnet die Straßenlage des Mazda CX-30 aus. Die Lenkung ist präzise und vermittelt guten Fahrbahnkontakt. Ebenfalls positiv die gelungene Geräuschdämmung. Bei der Motorisierung hat man die Qual der Wahl zwischen einem 122 PS Benziner und einem 116 PS starken Diesel. Einen innovativen Skyactiv-X-Motor, der die Vorteile von Diesel und Benziner in sich vereinen soll, will Mazda etwas später nachliefern. Auch bei der Kraftübertragung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die 6-Gang-Automatik verrichtet ihre Arbeit ohne jede Beanstandung. Mazda verzichtet bewusst auf unterschiedliche Schaltmodi, weil sie bei der gewählten Programmierung auch gar nicht nötig wären. Die Alternative ist die knackige Handschaltung, die den Gangwechsel zur Freude macht. Auf Wunsch gibt's den CX-30 auch mit Allradantrieb. Mit einem Basispreis von 24.290 Euro für den Benziner und 25.590 Euro für den Diesel ist der Mazda CX-30 eine durchaus interessante Alternative, auch weil die Aufpreisliste angenehm kurz ist.